Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Heute berichten wir mit allem Aktuellen aus Bautzen und Umgebung. Am vergangenen Wochenende ging der inzwischen 27. Bautzener Theatersommer erfolgreich zu Ende. Auch in diesem Jahr ließen sich wieder tausende Zuschauer mitreißen und begeistern. Mehr Details haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Mit 35 Vorstellungen der Addams Family endete die Spielzeit 22/23 des Bautzener Theatersommers. Über 33.000 Zuschauer ließen sich von dem diesjährigen Musical begeistern. Die Vorstellungen der letzten Wochen des diesjährigen Theatersommers in Bautzen waren komplett ausverkauft. Über 600 Besucher sahen die Filme der 17. Bautzener Burgfilmnächte und fast 2.000 junge und junggebliebene Menschen besuchten 30 Vorstellungen des zum vierten Mal in Folge angebotenen Sommertheater im Theatergarten am Großen Haus unter freiem Himmel. Die Veranstalter resümierten, es sei eine herausfordernde Spielzeit mit beispiellosem Engagement eines vom Theaterspiel begeisterten Ensembles bewältigt worden. Alle Abteilungen auf und hinter der Bühne haben einen enormen Einsatz geleistet, um Theater in dieser Form möglich zu machen. So dankte Intendant Lutz Hillmann seinen Mitarbeitern. Im nächsten Jahr steht Spuk unterm Riesenrad auf dem Theatersommerplan. Die Landesdirektion Sachsen hat das Planfeststellungsverfahren zur Renaturierung der Spree in der Gemeinde Malschwitz abgeschlossen. Dabei geht es um den letzten Abschnitt in der Nähe von Neudorf-Spree. Der Beschluss ergänzt das größtenteils abgeschlossene Vorhaben bei Halbendorf. In dessen Zuge war der begradigten Spree zwischen Lümmeschau und Halbendorf ihr ursprüngliches Bett zurückgegeben worden. Im Vordergrund der nun bestätigten Maßnahme steht der Rückbau von Querbauwerken. Sie beeinträchtigen die natürliche Durchgängigkeit von Flüssen sowie der Wanderung von Fischen zu ihren Leichenplätzen. Konkret genannt werden in den Planunterlagen das Streichwehr, das Hauptwehr und das Freiflutwehr bei Neudorf. Das Umweltbundesamt sorgt sich um die Wasserversorgung im Einzugsgebiet der Spree in der Lausitz. Mit dem Ende der Braunkohleförderung könnte der Fluss künftig örtlich bis zu 75% weniger Wasser führen, befürchtet Präsident Dirk Messner. Davon betroffen wären neben der Lausitz selbst auch der Spreewald und die Metropolregion Berlin. Als einen von mehreren Lösungsansätzen schlägt das Bundesamt nun vor, Wasser aus der Elbe zur Spree überzuleiten. Die Vorzugsvariante sieht dabei vor, dass dies durch einen unterirdischen Kanal zwischen Prossen bei Bad Schandau und dem Bereich Doberschau-Gausig geschehen soll. Nähere Angaben zur technischen Umsetzung, Kosten und Zeitplan macht das Umweltbundesamt noch nicht. Am vergangenen Wochenende fand in Bautzen das 16. große Reitturnier statt. Es ist eines der größten Freiluftturniere in Sachsen und bietet ein anspruchsvolles Programm von Dressur- und Springwettbewerben über den traditionellen großen Preis von Bautzen bis hin zur Teamwertung. Weitere Höhepunkte bildeten dabei auch die Auszeichnung Prix St. Georgs und die Championatswertung Blick der Oberlausitz. Diese besondere Ehrung wurde über alle drei Turniertage hinweg sowohl für die Dressur als auch für die Springprüfungen durchgeführt und am Sonntag vergeben. Eine Neuerung war in diesem Jahr zudem die neu eingeführte Teamwertung. Dabei traten nicht nur einzelne Reiter, sondern Viererteams gegeneinander an. Alle Teilnehmer des Teams hatten dabei unterschiedliche Erfahrungen im Reitsport. Damit sorgten diese Duelle noch einmal für mehr Spannung. Die Altersspanne der diesjährigen Reiter erstreckte sich von 12 bis 65 Jahren. In diesem Jahr konnte das Bautzener Reitturnier stolze 3000 interessierte Besucher auf der Barschützerreitanlage begrüßen. Den Ehrenamt im Landkreis Bautzen stehen weitere 50.000 Euro zur Verfügung. Das wurde auf der letzten Kreistagssitzung beschlossen. Zuwendungsfähig sind Projekte, Maßnahmen oder Vorhaben zur Unterstützung eines Ehrenamtes oder die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 2.000 Euro, heißt es aus der Kreisverwaltung. Hintergrund ist, dass der Freistaat das kommunale Ehrenamtbudget auf 150.000 Euro reduziert hatte. Aufgrund der hohen Nachfrage waren die Fördermittel Ende Mai dieses Jahr ausgeschöpft. Die Förderanträge im Landkreis Bautzen können jetzt über ein Online-Formular eingereicht werden. Die sogenannte Vogelkreuzung im Westen der Bautzener Innenstadt soll zum Kreisverkehr umgebaut werden.
Auf seiner nächsten Sitzung im September soll der Stadtrat über den Erwerb eines dafür benötigten Hauses abstimmen. Dieses muss abgerissen werden, da der Kreisverkehr mehr Platz benötigt als die Kreuzung. Die Kosten dafür werden mit 850.000 Euro angegeben. Laut Oberbürgermeister Carsten Vogt soll der Verkehrsfluss durch die Innenstadt harmonisiert werden. Derzeit stauen sich die Fahrzeuge oftmals auf der Friedensbrücke. Doch auch für den Fahrradverkehr sollen sich laut Bautzener OB positive Effekte ergeben. Und auch das Linksabbiegen in der Goschwitzstraße von der äußeren Launenstraße wäre dann möglich. Die Gemeinde Groß-Dubrau konzentriert sich jetzt auf den Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Quattitz. Nachdem sich herausgestellt hat, dass der Neubau der Kinderinsel in Groß-Dubrau nicht aus Mitteln des Braunkohlestrukturwandels förderfähig ist, hat dies laut Bürgermeister Hardy Glausch nunmehr die oberste Priorität. Die geschätzten Kosten belaufen sich laut jetzigem Stand auf 4,6 Millionen Euro. Dafür bekommt die Gemeinde Groß-Dubrau, falls alles läuft wie geplant, eine Einrichtung mit 18 Krippen und 36 Kindergartenplätzen. Diese soll ebenerdig anstelle des früheren Hauses der Begegnung an der Luttowitzer Straße entstehen und den Namen Landforscher tragen. Träger wird der Verein Groß-Dubrauer Kinderinsel sein. Die Dorfgemeinschaft im Weißenberger Ortsteil Wuischke hat ihr Ortszentrum neu gestaltet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ging dies auf eine Initiative des Wuischkers Robert Hirte zurück. Demnach musste zunächst ein absterbender Baum gefällt und später dessen Stumpf gerodet werden. Im Anschluss wurden neue Lindenbäume gepflanzt. Die historische Milchrampe wurde wiederhergestellt. Der Verkehrsspiegel erstrahlt dank einer neuen Farbschicht im frischen Glanz. Eine Schotterrasenfläche trägt ebenfalls zur ansprechenden Platzgestaltung bei. Geplant sind zudem die Reinigung und Neubeschriftung der steinernen Wegsäulen sowie die Einsaat der Fläche. Bürgermeister Jürgen Alt sieht darin ein Beispiel, was durch Engagement und Gemeinsinn möglich ist. Heute zum 1. August treten wieder Neuerungen in Kraft. So wurden unter anderem die Fahrscheinpreise im Zwon-Verbundgebiet angehoben. Durchschnittlich muss mit ca. 8% mehr gerechnet werden. Zum 1. August werden die Fahrscheinpreise im Zwon-Verbundgebiet angehoben. Damit reagieren die Verkehrsunternehmen auf gestiegene Personal-, Energie- und Wartungskosten. Der Preis steigt durchschnittlich um ca. 8% und wurde an die allgemeine Empfehlungen des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen angelehnt. Die neuen Preise sind auf der Website des Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien im Bereich Ticket abgebildet und werden mit der Swon-Fahrplanauskunft ausgegeben. Alle Verkehrsunternehmen haben der Anpassung des Verbundtarifs zugestimmt. Das Image von Bautzen scheint sich seit dem letzten Jahrzehnt ins Negative zu wandeln. Zahlreiche Montagsdemos und eine verunsicherte Jugend, die keinen Antrieb hat und mit den Gedanken spielt, ihre Heimat zu verlassen. Der neue Jugendkanal Bautzen Rocks will genau das verhindern und ihre Stadt wieder attraktiv machen. Wir verabredeten uns für ein Interview im Studio B, also im Zuhause von dem Jugendmagazin auf der Goschwitzstraße in Bautzen. Ja, wir sind ja heute hier bei Bautzen Rocks, aber wir stellten uns schon lange die Frage, wofür dieses Bautzen Rocks eigentlich steht. Und das wird uns jetzt die Nora nicht beantworten können. Also Bautzen Rocks ist ein Jugendmagazin von Jugendlichen für Jugendliche, damit Bautzen präsentiert werden kann von seinen schönen Seiten, damit wir zeigen können, was Bautzen alles zu bieten hat. Wir wollen ein bisschen verhindern, dass die Jugend sich umschaut und wegwandert. Und das gelingt uns nur, wenn wir einen Bezug für die Jugendlichen, für Bautzen schaffen. Ja, und das wollen wir online gestalten und präsentieren, was es alles Schönes gibt. Ja, und was muss erfüllt werden, dass man bei euch mitmachen kann? Also ihr könnt euch jederzeit anmelden auf unserer Internetseite bautzen.rocks oder natürlich uns bei Instagram schreiben. Ja, auch freitags haben wir immer aktuell hier unseren Treff, 14 Uhr im Studio B. Dazu sind auch alle herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen und einfach mal zu schnuppern. Bautzen Rocks ist sozusagen ein Jugendclub, nur eben auf Medienbasis, wo jeder etwas beitragen kann. Im Studio B steht die modernste Technik bereit, um spannende Inhalte, die für die Jugend interessant ist, zu produzieren. Durch viele Helfer und durch die Initiative von Benno Presan konnte dieses Projekt realisiert werden. Die Internetseite www.bautzen.rocks soll die Basis des Kanals sein. Da werden wöchentlich neue Blogs erstellt, die sich die Jugendlichen in Bautzen und Umgebung zu Nutzen machen können.
Außerdem kommen wöchentlich coole Videos auf Instagram. Sogar ein Döner-Test ist bald am Laufen. Auch auf YouTube könnt ihr Bautzen Rocks verfolgen. Diese Vernetzung ist ganz groß geschrieben auf allen Kanälen, wozu wir Beiträge drehen. Und Fachkräfteallianz, dass wir euch die Firmen vorstellen. Das kriegt eine extra Internetseite bei uns, das Thema. Da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal reinzuschauen. Wenn ihr Lust habt, bei Bautzen Rocks mitzumachen, müsst ihr nur ein kleines Formular auf der Webseite ausfüllen und schon seid ihr bereit, euren Beitrag zu leisten. Denkst du, Bautzen Rocks ist eine wunderbare Möglichkeit, hier seinen Freundeskreis zu erweitern und gemeinsam Spaß zu haben? Also ich würde schon sagen, dass Bautzen Rocks eine gute Möglichkeit bietet, erstmal darüber aufzuklären, was man mit Freunden gemeinsam machen kann. Wir haben ja schon bestimmte Artikel veröffentlicht, wo man beispielsweise gut biken gehen kann und dass man über diese Wege auf jeden Fall auch Möglichkeiten zeigt, Orte zeigt, wo man hingehen kann, wo es gemütlich ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr unter Menschen ist oder eher weniger unter Menschen ist und dass wir hier auch die Vielseitigkeit dieser Region abbilden können. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, die Bautzen Rocks bietet. Natürlich kann auch hier innerhalb von denen, die hier unmittelbar mitmachen, auch gute Freundschaften entstehen, ein gutes Miteinander entstehen. Und von dem her gibt es wirklich sehr viele Wege, wie Bautzen Rocks dort eine unterstützende Leistung bieten kann. Außerdem ist dieses Projekt eine wunderbare Möglichkeit, euch auszuprobieren und eure Ideen und Wünsche umzusetzen und zu verbreiten. Der offene Treff am Freitag eignet sich wunderbar, um im Videoschnitt und in der Redaktion erste Erfahrungen zu sammeln. Zudem könnt ihr Beiträge für die Website sammeln oder vor der Kamera reden und somit einen kleinen Einblick in den Beruf des Mediengestalters erlangen. Am Dienstagmorgen eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei gegen 6 Uhr zu einem Unfall auf der S116 zwischen Rodewitz-Spree und Kirschau. Der Fahrer eines Opel-Geländewagens kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Am Montagnachmittag wollte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lörrstraße in Bautzen offenbar etwas kochen und erhitzte dazu Öl in einem Topf auf dem Herd. Das Öl fing Feuer und dieses griff schnell auf die Dunstabzugshaube über. Bei dem Löschversuch verletzte sich der Mieter und musste vom Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt werden. Die Feuerwehrkameraden konnten den Brand schnell löschen, es entstand jedoch Sachschaden in der Wohnung, welcher noch nicht beziffert ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Bautzen ist man ebenfalls auf Fundmunition gestoßen. Im Rahmen von Bauarbeiten auf dem Schulhof einer Grundschule wurde im Erdaushub eine ca. 30 cm lange Mörsergranate aufgefunden. Diese stammte vermutlich aus den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges. Im Schulgebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Auffindens ca. 40 Hortkinder und ihre Betreuer, welche in einem zur Fundstelle abgewandten Gebäudeteil verbracht wurden. Der angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst entschied, dass die Granate nicht vor Ort entschärft, sondern in einem speziellen Transportbehältnis verbracht und vernichtet wird. Am Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr in Bautzen zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in einem Haus an der Rosenstraße aus. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders heraus. In einem Innenhof zwischen der Rosenstraße und der Steinstraße brannte ein Koffer. Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand schnell löschen und das massive Kräfteaufgebot konnte zügig zurück in die Wache kehren. Die Polizei hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagmittag kam es in der Ortslage Neupurschwitz bei Bautzen zu einem schweren Unfall. Gegen 14 Uhr krachte ein Audi Q3 frontal in einen entgegenkommenden Milchlaster. Dabei wurde der Fahrer des Audis, welcher in Richtung Bautzen unterwegs war, in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Klinikum. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Staatsstraße 111 war für über eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Und das war sie auch schon wieder, unsere Regionalzeit am Dienstag. Morgen sind wir dann in der Westlausitz für Sie unterwegs. Schalten Sie ab 18.30 Uhr also gerne wieder mit ein. Auf Wiedersehen! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.